Hallo und herzlich willkommen zur 113. Folge von Dark Souls 2. Ja, wir wollten jetzt den Boss angehen in dieser Folge. Und ich denke mal, das werden wir diesmal auch ein bisschen zügiger tun. Also hoffentlich nicht zu lange rumhantieren. Das ist allerdings auch schon wieder eine neue Session. Also schauen wir mal, Fehler und so können passieren. Hoffen wir natürlich nicht. Ja. Wir gehen auch noch da. Na, komm her. Und schwupp. So. Dann können wir uns jetzt um unseren Dicky kümmern hier. Bum, bum, bum. So. Von und durchdrehen mal wieder. Naja, kommt mal ruhig. Fertig. Jetzt scheint er fertig zu sein. Nein. Ist er echt. Ich mal will er einen dann doch verarschen. Jetzt will er anscheinend doch nochmal. Alles gut. Alles gut, alles gut. Haben wir ihn jetzt auch? Drüben war auch noch einer. Ja, immer wieder faszinierend, wie schnell man sich das merkt, wo die ganzen Jungs sind. Aha. Umgelaufen, wa? Quatsch. So. Jetzt gerade echt einmal überlegen, ob wir nicht eventuell sogar uns eine Menschlichkeit reinpfeifen. Aber nö. Erstmal nicht. Erstmal probieren wir das so. Ja, sehr schön. Super. Der geht ja ab. Ist okay. Machen wir das mal so. Ja. Aha. Aha. Hübschi. Eigentlich ganz praktisch so. So haben die auf jeden Fall keine Schnitte einzutreffen. So, Mitternachtsstein. Jetzt will ich auch wieder irgendwas zum Aufladen. An. Ne, das war für den Arsch. Ah, das auch. Na. Musst du das mal sein lassen? Ah, Schweinikowski. Weg mit dir. So. Dann können wir uns mal hochheilen. Und die komische Krabbe können wir eigentlich auch nochmal eben totschießen. Und von hier vorne eigentlich den Dicken mal machen. Brauchen wir uns nicht so sehr Weg abnehmen. Doofe Krabbe. Doofe Krabbe. So. Da ist die schon mal weg. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssten wir ja eigentlich hinter ihm sein. Genau. Guck, guck. Okay. Immer schön in die Wampe. Das seht ihr nicht? Interessant. Das ist immer interessant. Guck, guck. Okay. Vielleicht dreht er sich um und dann haben wir ein Problem. Aha. Interessant. Na dann. Na denn. So, was ist mit dir? Ich will das sich totschießen. Ja gut, das war ja auch der, der hier durch die Tür gebrochen war. Ach, jetzt kommt er doch. Na denn. So.
Weg, weg. So ist schön. Das ist nicht gut. Ja, er hat es noch erwischt. Na, reicht das? Ich glaube ja. Ja, das reicht. Cheat. Das war jetzt Cheat. Ja, ich hätte doch mal die Tür nutzen sollen. Ah, ich wollte es ja nicht. Bin ich mal wieder selber schuld dran. Na gut. Ja, und jetzt wäre es schon fast noch ein Grund mehr, zu sagen, ja. Wir packen die Menschlichkeit rein. Zack. Nihihi. Oh, bist du hingefallen? Tut mir aber nicht leid. So. Und in den Hintern. Ja, das war kein Hintern mehr. Eindeutig nicht. Wie der da am Durchdrehen ist. Na? Das war's jetzt. Ja. Okay. Trau ihm nicht. Ich trau ihm ja nicht. Na komm. Ja, so langsam wird das hier echt schon zur Routine. Vor allem bin ich dann ja mal auch gespannt, was der Boss dann drauf haben wird. Ob das ein Boss sein wird, den wir halt quasi mehrfach versuchen werden. Ich denke mal schon. Ja, gucken wir mal, Dum, 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 dum. Das eigentlich direkt von hier wieder hinspringen? Oh. Dann brauchen wir ja nur abwarten. Und einmal noch treffen. Wenn er da mal treffen würde, dann sehe ich viel mehr. Yep. Und er. Hat er eigentlich zuerst mit dem Kleinen gehofft? Was macht der Dicke denn da jetzt? Okay. Er braucht nur ein Weilchen. Na, du machst du nichts mehr. Scheinchen. Was ist das? Nee. Na, Hauptsache er bleibt stehen. Naja. Mach du nur. Bim. Hey, bleibst du hier? Ja, er bleibt hier. Ja. Nein, genau reingesprungen. Ja. Das war jetzt. Das war jetzt Mist. Sag mal, kann ich angehen jetzt hier? Was soll denn das? Dann geht's schon wieder an hier wie bei dem einen Boss. Haben uns doch auch so dämlich angestellt gehabt. So. Jetzt du. Weil wir sie jetzt schon in- und auswendig kennen. Na komm. So. Huch. Bum, bum, bum. Immer schön ins Po-Loch. Oho. Na? Was tust du da? Da ist er. Na? Ich denke,
pflanze auf jeden Fall gleich mal eine Menschlichkeit rein. Das so sehe gerade mit unserem Falken. Man nimmt das schon sehr ab. Hört man eigentlich nicht so gut. Ah. Was genau so lange wieder Ausdauerbalken. Das ist nicht so schön. Naja. Oh. Also der spawnt schon nicht mehr. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Sparen wir uns auf jeden Fall schon mal einfügen. Mhm. Das war ja wieder optimal. Dum, dum, dum. Jupp, genauso wie der. Perfekt. Super. Treffen müsste man echt noch können. Schon besser. Ah, jetzt. Natürlich nicht. Ja. Mal beide nicht getroffen. Jetzt da war. So, Glücksschi hat uns schon gesehen. Aber. Glücksschi, du bist böse. Weg mit dir. Mag die nicht. Scheißgift. So. Was? Das hat er sogar überlebt. Krass. Das hätte ich jetzt allerdings auch nicht gedacht. Tschüss. Dum, dum, dum. Na? Piu. 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 Na, will sie gar nichts machen? Doch jetzt. So. Oh, hat sogar was liegen lassen. Was haben wir denn da? Rosturne. Was auch immer eine Rosturne war. Aber ich war mal gespannt. Wir haben es jetzt wieder ignoriert. Ne. Weg da. Puhuhu. Das war jetzt aber ein bisschen sehr knapp. Der ist aber ganz schön schnell. Da kriegt er sich auch noch mal ein. Na, jetzt dreht er noch ein bisschen durch, okay. Guck, guck. Hier sind wir. Immer noch. Haben uns hier nicht wegbewegt. Hm. Problem ist, so wie der jetzt im Moment. Ah, die Tür ist nicht ganz so gut. Ich finde. Guck, guck. Okay. Nee, die ist doof hier. Die gefällt mir nicht. Wenn er uns nicht anguckt, okay, aber so. Ist das ein bisschen doof. Na, wo bist du? Da hinten ist er. Guck. Guck. Komm her. Komm her, Schnubbi die Wutz. Ah, nochmal. Okay. Das ist auch doof. Das ist recht. Das lass mal. Ja, sehr schön. So. Nochmal. Jo. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch einmal treffen. Na, vielleicht zweimal. Jetzt geht jetzt aber auch der Raum gerade aus. Und die Lebenspunkte. Nein. Ich wollte eigentlich nur an ihn vorbei. Da war noch genug Raum. Ich wollte eigentlich nur an ihr vorbei und schnell einen Heiltrank schlucken. Die sind ganz schön knifflig, die Jungs hier. Muss ich jetzt mal so sagen. Ich meine, klar, man kann sie auch gut zum Farmen nutzen. Aber die sind echt ganz schön knifflig.
trotz allem. So, Glubschi. Da sind unsere Seelen. Oh, der ist jetzt auch schon soweit. Der auch. Na gut. Dann haben wir das ja eigentlich bald. Oh, jetzt gehen die Lebenspunkte. So gehen die dann jetzt so runter. Ja. Was war denn das nochmal? Und den und den. Ja, gut. Das heißt, dann ist kein Wunder, warum die Lebenspunkte auch immer weitergehen. Wir haben den Ring nicht mehr. Das begrenzt. So. Das heißt, wir haben ihn. Wir haben ihn schon noch bewegt. Au, wir nutzen ihn aktuell nicht. Na? Okay. Nee. Da drücken wir jetzt mal eben schnell die Menschlichkeit rein. Scheiß drauf. Dann würde ich sagen, heilen wir uns. Zack. Jo, mein Freund. Ist mir jetzt scheißegal. Aber du musst jetzt so leiden. Tut mir jetzt leid für dich, aber ist jetzt halt so. So. Jetzt nochmal hier rein. Na komm. Fried. Dum dum. Dum dum dum. Das hört sich aber nach Kopftreffer gerade an. Kann das sein? Nein. Zufall. Oh, einer zu viel. So, und gucken wir mal. Vielleicht haben wir wieder Glück, dass der auf uns keine Lust hat. Gucken wir einfach mal. Doch, hat er. Der hat. Aber auch nicht. Ui! Da wollte er uns gerade wieder fratzen. Nee, nee, nee. Wollen wir lieber schnell heilen. Ugi, das ist ja nicht hier. Ah, ich merke das schon. Wir werden, glaube ich, doch nochmal einen Halt machen müssen. Oder die Seelen halt wirklich da ansammeln. Beim Boss. Was, obwohl wir noch nicht mal genau wissen, was für ein Boss das ist. Oh. Ich habe noch nicht einmal reingeguckt. So, Glubschi? Glubschi? Hier? Glubschi? Na, komm. Ne, Glubschi will nicht. Dann stirbt Glubschi halt so. So. Was ist denn jetzt mit dir? Hallo? Ich denke, wir sind immer noch da, oder was ist da los? Irgendwie ist der leicht verwirrt. Kann das sein? Ah. Ja, da sind dann das Pfeile. Haben wir auch noch. So. Dann wollen wir mal. Nee. Auch nicht, mein Freund. Sehr schön. Ja, so geht das ja ganz gut. Wenn man keinen Mist macht. So. Super. So, jetzt würde ich auch trotzdem gerne noch mal einmal schnell schauen. Ah, ich glaube 30.000 brauchen wir inzwischen. Ah, schon mal ein bisschen vorbeschießen.
ganz praktisch. Haben wir eben gesehen, dass das ganz gut hilft. Einfach um auch ein bisschen das Gebiet abzukürzen, was wir dann zurücklaufen dürfen. So, jetzt kann er auch dann langsam mal kommen. Ja, hast du den Fisch? Ja. Da haben wir doch guten Schaden gemacht. Sehr guten Schaden. Ja, da wird er wohl nochmal hauen. Jo. Na, das ist natürlich auch ganz praktisch. So, jetzt haben wir fast nichts mehr zu tun. So. Kommt weg. Sehr schön. Klappt doch. Klappt doch, klappt doch, klappt doch. So, da kamen wir ja immer noch nicht hin. Da war die Höhle mit den Viechers. So, und ich hoffe, der Dunkelgeist kommt jetzt nicht nochmal. Ich bin der Meinung, nein. Gut. Sehr schön. Oh. Da wollen sie Hilfe. Aber die bieten Hilfe an, so rum. Mhm. Okay. Ja gut. Dann würde ich jetzt aber einfach mal sagen, damit sind wir dann jetzt auch erstmal am Ende dieser Folge angekommen. Es war ein bisschen doof gelaufen. Eigentlich wollten wir ja schon den Boss machen, aber so ist das halt. Also gibt es dann erst in der nächsten Folge den Boss. Also Leute, bis zum nächsten Mal.